Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Charlie von Yusha. Ja, wir spielen The Last Night Mary. Marie. Und zwar haben wir fünf Leichen gefunden. Fünf? Haben wir. Warte, wir haben die nackte Frau. Oder haben wir nur vier Leichen? Die durchnässte, die verbrannte und die. Nee, die eingegrabene und die hängende. Das heißt, wir haben fünf Leichen gefunden. Und eine fehlt uns wahrscheinlich noch, weil er braucht ja sieben, um seinen Fluch zu brechen. Und ich denke mal, dass er sechs schon hat. Eigentlich sollte wohl die siebte sein. Aber das Problem ist, ich finde kein Stück, Teil, gar nichts, wo ich. Wie gesagt. Oh, da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Oh, bin ich nervös. Ja, atme nicht so. Ich muss atmen. Da kam er. Er kam einfach so. Was für ein Assi. Ey, hast du das letzte Stück platt? Ich bräuchte es. Also, ich wüsste jetzt, ich komme wahrscheinlich jetzt wieder zum See. Zum Fluss. Aber hier war ja auch nichts mehr. Ist hier noch irgendwas, was ich sonst mitnehmen kann? Habe ich vielleicht bei den anderen irgendwas vergessen, was ich noch mitnehmen konnte? Die ist komplett durchnässt. Was auch immer das war. Es ist in den Fluss zurückgegangen. Das ist eine sehr gute Frage. Immer wenn das Ding kommt, mein Herz immer. Du wirst sterben, du wirst sterben, du wirst sterben. So. Guti gut. Ich gehe jetzt nochmal die Leichen ab, mal sehen, ob ich da irgendwas übersehen habe. Wie sich das auch anhört. Ich gehe mal die Leichen ab. Ey, Alter, schick mal die Leiche aus. Die ist krass. Na, irgendwo hier. Müsste dann ja mal. Das Problem ist, wenn er kommt und du auf die Schnelle keinen Weg findest, bist du, glaube ich, hinüber. Ich denke, er kommt aber nicht an die. Dazu sage ich nichts. Ich denke, er kommt aber nicht an die Gabelung, wo die Leichen sind. Das wäre ein bisschen. Was ich. Gleich steht er hinter mir. So, da war nichts mehr. Bei der Verbrannten war auch nichts mehr. Wo war die Begrabene? Wo war die nochmal? Ich habe immer Angst, dass wenn ich drücke und er gerade kommt, dass ich ihn aus Versehen in die Arme renne und. Hey, lass uns Freunde sein. War die Begrabene nicht sogar noch weiter beim Fluss? Näher dran? Das ist eine gute Frage. Obwohl, vielleicht nehme ich mir ja die Kerzen jetzt aus dem Haus mit, weil da stand ja irgendwas mit Kerzen auf mein Stück Papier. Also, wenn da jetzt nichts ist, gehe ich nochmal wieder zum Haus zurück. Um die sieben Kerzen. Oh, sieben Kerzen, sieben Jungfrauen, ich nie. Noch eine Leiche. Gott möge der Seele dieses armen Mädchen gnädig sein. Maria de Paz. Pest? Ja, ich hab's nicht so mit. Anderen Sprachen. Was ich auch immer habe, wenn ich das höre, also wenn sie ja redet und gleichzeitig Untertitel da ist, ist es, weil ich die Sprache nicht kenne, dass sie mich irritiert. Und dass ich dann immer so schwer beim Lesen mitkomme, weil ich mich mehr auf die Sprache konzentriere, weil. Irritiert mich, ich kenne sie nicht. Ich habe es viel lieber, wenn das Englisch ist, dann lese ich gar nicht erst mit. So. Dann gehen wir nochmal zum Haus zurück. Und gucken, ob wir uns die Kerzen einstecken können. Oder ob wir da irgendwas Neues finden. Weil mir sonst nichts einfallen würde. Können wir ja nicht. Also bin ich hier umsonst hingelaufen. Verfolgt uns hier irgendwas im Haus? So, nochmal. Also mit dem Musik im Hintergrund ist es echt irritierend. Brechen eines Fluches. Selbst für die schlimmste Plage gibt es ein Mittel. Den Fluch zu bahnen, das Ritual werden getan durch eine Seele unbefleckt. Der Ketzerschein verjagt der Seelenschatten, entzündet sie für jene, die die Pein verschieden sind. Also wahrscheinlich denn sechs Kerzen für die sechs Toten. In Marias Namen erzähle ihr Leid, so laut ihr nur könnt. Gut, und dann erzählen, was denn passiert ist. Aber sie will die Kerzen nicht mitnehmen. Kann ich die Leichen anzünden als Kerze? Ich will eigentlich da gerne rein. Mach halt mir die Tür auf. Der Rummelpott ist da. Nein,
Aber okay. Gut, das war auch nicht. Achso, Sinn der Lösung. Willst du deinen Schlüssel wieder haben? Darf ich hier gar nicht nehmen, wenn ich drin bin. So, die Frage ist, was muss ich jetzt machen? Weil ich hasse dieses Geräusch. Ich nehme gleich Kopfhörer raus. Bin ja genau für Horrorspieler geeignet. So gut. Ich hatte hier sogar selbst alle Errungenschaften, ne? Das heißt, ich hatte ja eigentlich alles abgedrückt. Denke ich mal, dass es irgendwie so ist. Aber wo finde ich denn die letzte Leiche? Vielleicht ist sie ja noch gar nicht tot. Das kann ja auch sein, aber da müsste ich eine andere Person finden, die mit dem. Ups, nein. Ich wollte mir das Blattstück nochmal angucken. Okay, darf ich nicht. So, aber das Gute ist, wenn ich sterben, jetzt, wenn er mich jetzt kriegen würde, wäre das, glaube ich, keine 5 Minuten, dann hätte ich alles wieder. Weil man jetzt weiß, was man machen muss. Da hatten die wohl schon recht. Obwohl ich ihnen nicht glauben wollte. Ich höre irgendwas. Aber ich habe nichts gesehen. Deswegen dachte ich, ich bleib mal kurz stehen. Aber ich würde, oh, lieber nicht. Muss ja nicht sein. Wo kriege ich denn das letzte Papierstück her? Habe ich vielleicht nicht irgendwie schon sowas in der Tasche? Das wäre das Einzige, was ich verstehen könnte. Sind wir hier jetzt an der ersten Lichtung, in der wir eh waren? Warte mal ganz kurz. Hier ist nur ein Bäumchen an der Seite. Das ist echt eine gute Frage. Ich komme echt nicht weiter. Ich weiß nicht, wohin ich muss. Ich habe ja auch bald eigentlich alles abgesucht. Ich denke, das sind auch bald alle Bilder, die man kriegen kann. Also alle Bäume, die es hier gibt. Boah, ich hasse dieses Geräusch. Muss ich vielleicht stehen bleiben und dann kommt da vielleicht ein Mädchen und nicht das. Aber was ist, wenn das. Ich warte das nächste Mal, wenn dieses Geräusch kommt, warte ich, weil ich hoffe, dass es die andere ist. Die andere Maria. Und wenn es das Monster ist, ist es kein Problem. Weil ich kann eigentlich relativ schnell. Okay, ist es doch nur das Monster. Also warte ich doch nicht. Weil ich könnte aber eigentlich relativ schnell alles wiederkriegen. Aber. Was ist denn, wenn das Monster von hinten kommt, dass ich das dann nicht sehe? Oder muss ich mit diesem Monster. Cool, fängt gut an. Dritte Folge. Komplett nur rumgesucht. Ich wüsste auch nicht mehr, wo ich hin sollte. Ich meine, ich habe doch fast alles durch. Was ist meinen Augen empfallen? Ich habe auch kein Messer oder so mehr, was mir sagt, was ich machen soll. Das ist ganz schön zweifelhaft gerade. Sie ist, war mir auch keine große Hilfe, muss ich sagen. Also mir fehlt ja noch das zweite. Die Frage ist nur. Wo ist das zweite? Also zweite Teil, zweites irgendwas. Er kommt, wo soll ich hin? Manchmal habe ich das Gefühl, wir haben die Schritte auch nur so reingehauen, er kommt gar nicht. Okay, da ist er weg. Irgendwie kommt er jetzt relativ oft, ne? Kann ich da jetzt wieder hin? Ist er da jetzt? Okay, dann nicht. Wie Asi? Ich bin beim Haus. Komm hier nicht rein. Kommt er denn wirklich manchmal nicht? Was ist wohl in der kleinen Box? Seltsam.
Ein altes Buch mit Zaubersprüchen. Ich frage mich echt, wo ich das zweite Ding finde. Habe ich es irgendwo übersehen? Ich frage mich, ob ich mich einmal kurz fangen lasse. Und wenn ich dann sterbe, dann hole ich alles wieder und mache dann von da aus weiter. Aber eigentlich will ich ja weniger gefangen werden. Ach, da gab es auch... Gab es da einen Weg? So langsam habe ich nichts raus. So langsam habe ich es raus. Ich wurde ja auch nicht einmal getroffen. Gab es da gerade durch den Weg? Ach nee, er kommt auch einfach aus dem Nix. Gut. Er muss sich nicht an die Wege halten. So langsam habe ich es raus. Ich wurde ja nicht einmal... Ich denke mal, ein Ending wird sein, wenn man getroffen wird. Getroffen, gefangen, was weiß ich. Eliminiert. Ja, so maximal 20 bis 40 Minuten dauert dieses... Es kommt von hinten. Habt ihr dieses so den schwarzen Rand gesehen? Der sich da so rumgewickelt hat. Ich denke mal, dann ist es das, wenn er von hinten angreift. Also so maximal 20 bis 40 Minuten, dann hat man dieses Spiel stolz. Charlene, eine Stunde später. Was soll ich tun? Was muss ich nur machen? Ich komme nicht weiter. Ich gucke noch mal kurz in meinem Tagebuch, aber ich denke nicht, dass es eine große Hilfe ist. Sag ich ja. Naja, gut. Das ist ja alles schön und gut hier. Na? Ist auch alles gar nicht mehr ganz so gruselig, ne? Nur, dass das Monster so ein Arsch ist und von hinten kommt. Ist ja immer so. Und ich nicht mehr weiß, was ich machen muss. Ich gehe, glaube ich, noch mal zum Fluss. Ich habe das Gefühl, ich habe da irgendwas übersehen. Weil das einzige andere große Bild ist, was es gibt. Also was nicht. Wo nicht nur sinnlos eine Leiche liegt. So. Zum Fluss. Kann ich hier zurück? Wo komme ich denn hier, wenn ich hier zurückgehe? Kann ich noch weiter zurück? Ne. Was ist, wenn ich da mal rechts gehe? Kann ich gleich mal probieren. Aber erstmal will ich hier nochmal kurz gucken. Ich denke, hier ist ja aber auch nichts mehr. Ich kann hier nur zurückgehen. Das ist alles nur das Boot. Ja gut, warte, dann gehen wir da mal kurz zurück. Gehen wir hier auch mal kurz zurück. Und dann gehen wir hier mal rechts. Und gehen wir hier mal zurück. Wer kann ich denn noch zurückgehen? Gehen wir hier rechts. Gehen wir zurück. Laufe ich im Kreis? Ah ne, ich glaube, hier kam ich her. Das war das erste. Vielleicht gleich rechts. Dann halten wir uns mal rechts. Also hier habe ich wahrscheinlich dann irgendwo eine Leiche übersehen. Die Frage ist nur, wo? Und das ist ja auch eine berechtigte Frage. Da. Ich habe sie. Die Klauenflecken nach wurde sie oft geschlagen. Sieben Marias. Gut. Neben die Kerzen legt ein Stück ihrer Habe da nieder. Okay, und jetzt wird der Weg zur Hütte wahrscheinlich viel schlimmer. Nee, gut. Ich hätte am besten mit einer aufhören sollen, die in der Hütte in der Nähe schildert. Wiedergeburt von Maria Bonita. Was? Was ist wiedergeboren? Wer ist Maria Bonita? Läuft hier jetzt auch irgendwo eine tote Maria rum? Das wäre nicht so schön, muss ich gestehen. Das würde ich nicht gut heißen können. Also die war's nicht. Wieso wieder? Bin ich Maria Bonita? Glaube ich nicht. Hieß er Maria? Tagebuch aktualisiert. Ich habe die Körper der toten Marias nach etwas durchsucht. Achso, dass mir bei dem Ritual ging, dass man zu helfen könnte. Manchmal sollte man einfach zu Ende lesen.
Und ich war erfolgreich. Bei der Suche in den Wehren des Waldes konnte ich die Seiten endlich vervollständigen. Vielleicht führen mich die Geister der Frauen zu weiterer Antwort, zu weiteren Antworten. Vielleicht wollen ihre ratlosen Seelen, dass ich das Ritual beende und den Fluch der Kreatur breche. Ich muss zurück zu Crispims Haus, um mein Ziel zu erreichen und diesen Albtraum zu beenden. Relativ lustig, dass du den Eintrag erst bekommst, sobald du im Haus bist. Gut. Kann ich auch wieder zurück? Kann ich nicht? Hallo? Meine Maus wurde geklaut. Achso, so geht's auch. Gut, dann haben wir hier einmal die Kerzen. Die zünden wir an. Ah, fuck. Sag mir bloß nicht, ich muss die jetzt irgendwie sortieren. Irgendwie fehlen mir ein paar Puppen. Da ist sie. Ich hätte die wahrscheinlich irgendwie sortieren müssen, weil die waren alle so. Ich habe sie einfach alle rausgezogen, ich nie. Okay, verdammt. Die Frage ist, in welcher Reihenfolge muss ich das machen? Ist das, in, wie ich die gefunden habe? Ich habe ja die Ertränkte. Irgendwo darunter war denn die Begrabene. Hier müsste denn ja das Haus sein. Die ich im Haus einfach nur nackt rumliegen habe sehen. So, dann habe ich als nächstes mich mit der... Mit welcher habe ich mich befasst? Mit der Verbrannten. Die wäre denn ja da. Denn mit die im Fluss... Ich weiß nicht, ob ich überhaupt hier irgendein Rätsel lösen muss. Die im Fluss. Dann habe ich mich um die Erhängte gekümmert. Hier habe ich nicht erst die Vergrabene genommen. Die wäre hier auch irgendwo gewesen. Ich habe schon wieder einen Fehler. Ich weiß auch nicht, was das mit den Größen der Kerzen auf sich hat. Ich glaube, wahrscheinlich hängt alles vom verschiedenen Ende hier ab. Denn die Erhängte. Keine Ahnung. Und dann die im Busch. Und dann ich. Ja, und weißt du, als es ihnen ganz schlecht ging, ne, ist denn das und das. Das war, glaube ich, voll falsch. Okay. Vielleicht ja, aber auch die, die zuerst... Ich weiß es nicht. Da stand nirgends sowas mit einem Rätsel. Die Kettenschein verjagt der Sehen der Schatten und zündet sie für jene, die dem Feind verschieden sind. Achso, also für mich keine Kerze anzünden. Neben die Kerze legt ein Stück ihres Haar da nieder. In Marias Namen erzählt ihr Leid, so laut ihr nur könnt. Also warte. Nein, ich Idiot, es ist weg. Oh fuck, jetzt ist das Spiel einfach weg, weil ich weit gedrückt habe. Na okay, ich beende dann einfach hier die Folge und gehe dann wieder dahin, wo ich war. Krass, das ist ja scheiße jetzt. Oder ich drücke einfach mal auf Pause. Ja, ja, komm, ja, zurück. Oh, er hat auch, glaube ich, weiter aufgenommen. Ich weiß das nicht genau. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Ich sehe meine Maus wieder nicht. Gut, dann machen wir mal die dafür. Nee, warte. So, fangen wir trotzdem mit an, mit der nackten Frau, weil wir die zuerst gesehen haben. Setzen die irgendwo hier hin. Obwohl, die eine hatte blau und wir setzen mal einfach willkürlich irgendwo hin. Also, es wird schon irgendwie falsch sein. Aber ich zünde halt meine Kerze nicht an, weil ich ja noch lebe. War auch nicht richtig. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, hast recht. Die Frage ist nur, was? So,
Woher bin ich mir eigentlich sicher, dass das meine Kerze ist? Kann auch das meine Kerze sein, oder das? Ich weiß nicht, was die aus... Ach, die eine war nackt. Vielleicht, was die anhatten. Ich weiß aber gar nicht mehr, was die anhatten. Außerdem konnte man nichts sehen, was die anhatten. Die hängt da, hatte irgendwas Rotes an. Das nennt man hier Verzweiflung. Später Verzweiflung. Die verbrannte... Für mich macht das alles keinen Sinn. Es hatte eine pinke Handtasche. Bringt mir das was? Die war einfach nur durchnässt. Die war im Gebüsch. Können wir dich tauschen? Gehst du weg? Die war im Gebüsch. Vielleicht sage ich echt so, wie ich sie gefunden habe, aber warum gehe ich eigentlich davon aus, dass das in der Mitte meine ist? Das ist eine gute Frage, die ich mir selbst nicht beantworten kann. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch nicht wirklich drauf geachtet, wie die Leichen da... Ich denke mal, das ist da, wo die nackte ist, weil da einfach so ein Tuch drüber ist. Wir gucken uns mal kurz die nackte Frau an, ob da irgendwelche Hinweise sind. Ich brauche einen Hinweis. Eine Leiche, sie ist nackt. Ja gut, dann ist da kein Hinweis. Ein Hinweis wäre echt schön, wie ich das machen soll. So, gut. Ich glaube auch nicht, dass es auf die Reihenfolge rankommt, wie ich sie hinsetze, sondern mehr, wo ich sie hinsetze. Ich wüsste echt nicht, wie. Okay, naja, dann gucken wir in der nächsten Folge weiter. Das war's denn mit dieser Folge. Ich hoffe, ich sehe euch in der nächsten Folge. Bis dahin. Tüdelü. Lass uns alle singen und im Fluss ertrinken. Ja, wir sind immer noch da, wo wir eben waren. Und zwar ist mein einziges Problem, dass ich keine Ahnung habe, was die von mir wollen. So, das ist, wahrscheinlich ist das Rätsel nicht schwer, sobald man weiß, was die einen von einem wollen. Aber irgendwie weiß ich es nicht. Und das ist mein Problem. Also es gibt hier einmal diese Bänder, weißt du, diese blau, gelb, grün, rot und weiß. So, und einmal ein Laken, also die war nackt. Und das sieht so aus, als sollte das so ein Laken darstellen. Die Frage ist nur, wieso? Dann haben wir grün, vielleicht für das Gebüsch, weiß ich ja nicht, blau fürs Wasser, rot für die Flammen, die sie verbrannt haben, vielleicht für das Seil und okay, für die Handtasche. Irgendjemand kommt. Ey. Es ist ein bisschen verwehrend für mich, muss ich gestehen. Denn ich habe keine Ahnung. Also eine muss ja nicht an sein. Wie ich das anordnen soll. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Das ist das Problem.